Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Mod Review nach Ewigkeiten auf meinem Kanal. Heute mit der Minecraft Tropicraft Mod, eine Mod, die ihr sicherlich alle kennt von Modpacks wie Attack of the B-Team zum Beispiel. Da ist die Mod ja sehr bekannt und groß rausgekommen. Ich kannte die Mod allerdings auch schon vorher und sehr lange vorher, viele von euch wahrscheinlich auch. Und die, die das Video gerade hier sehen, müssten die Mod eigentlich noch nicht so wirklich genau kennen. Oder sie kennen sie schon, wissen aber nicht, wie man die genau installiert. Und das ist das, was ich euch heute zeigen möchte. Ich habe hier die Minecraft Tropicraft Mod 5.1.7 für die Version 1.6.4. Das ist leider die aktuellste Version, auf der Minecraft Tropicraft läuft. Denn bedauerlicherweise werden die Updates von Tropicraft sehr, sehr spärlich gemacht. Und das letzte Update ist, keine Ahnung, es ist im April gemacht worden und ich habe vorher auf Minecraft Tropicraft 5.1.6 gespielt und das wurde seitdem nur einmal geupdatet. Sehr schade. Schöne Mod für Minecraft 1.6.4. Ihr müsst also diese Minecraft-Version haben, also euch runterladen im Launcher, dann geht das erst. Also die Mod ist nicht für aktuelle Versionen verfügbar, nur für Minecraft 1.6.4. Ja, was ist Tropicraft eigentlich? Das ist eine Mod, die eine weitere Dimension hinzufügt, also quasi eine Dimensional Mod. Und die fügt, wie gesagt, die Tropen hinzu. Da gibt es dann verschiedene Sachen, also verschiedene Areas. Dort kann man dann exotische Tiere finden, Affen, Frösche zum Beispiel. Und ja, es gibt Regenwälder und alles Mögliche. Also eine paradiesische Welt für alle, die noch nicht wissen, was denn Tropicraft ist. Es ist eine relativ umfangreiche Mod, aber ich versuche euch möglichst viel zu zeigen. Also Review plus Installation. Aber erstmal die Installation. Es gibt hier nämlich ein paar Sachen, die wir brauchen. Alle Links in der Beschreibung. Ihr bekommt die Forge-Version und Tropicraft bekommt ihr auf der offiziellen Minecraft Tropicraft Seite. Link ist in der Beschreibung, also gar keine Sorge, müsst keine Eigenleistung haben, leisten und den Link selber suchen, gar kein Problem. Optifine ist optional, mache ich immer rein, muss man aber nicht machen. Also Optifine ist für mich für die Stabilität halt sehr wichtig. Ihr könnt auch noch wahlweise noch einen Shader reinhauen, damit ist Tropicraft auch kompatibel. Aber zu lange um den heißen Brei herum geredet, fangen wir gleich mal an. Also Forge Version 1.6.4.9.11.1.965. Die Version braucht ihr, ist wie gesagt auf der Tropicraft Seite. Ich hau den Ding einfach rein. Ihr macht den Rechtsklick drauf und dann auf Öffnen mit Java Platform SE Binary. So, dann wird euch jetzt hier so ein Fenster angezeigt. Ihr müsst einfach nichts machen. Install Client ist schon perfekt. Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach auf OK klicken. Der Pfad ist schon richtig, der angegeben wird. Dann werden jetzt diese Libraries gedownloadet. Das kann, sagen wir, so ein paar Sekündchen dauern. Also es geht eigentlich relativ schnell meistens. Seht ihr auch schon, Library, Org, Scala, Lang, Scala, Compiler, irgendwas wird da gedownloadet. Ist wichtig dafür, denn Forge ist halt eine Mod, die für alle möglichen Mods sehr, sehr wichtig ist, wisst ihr mittlerweile. Auch für die Shaders zum Beispiel und für Optifine. So, jetzt ist es perfekt. Es wurde installiert, also gar kein Problem. Wenn wir jetzt in Minecraft in den Roaming-Ordner reinschauen, dann sehen wir, also es muss natürlich ein leerer Minecraft 1.6.4-Ordner sein, ich habe euch ja gewarnt. Wenn wir jetzt reingucken, ist hier noch nichts drin. Wo ist Forge? Ganz wichtig, ihr müsst dafür nämlich erstmal Minecraft starten, damit Forge überhaupt den Mods-Ordner erstellt, wo dann nachher die Tropicraft-Dateien reinkommen. Also einfach Minecraft einmal starten. Und jetzt kommt das, was ich schon ein paar Mal gezeigt habe, was bei Forge immer wichtig ist. Jetzt wird nämlich euer Passwort zurückgesetzt und ihr müsst, nicht zurückgesetzt, ich dachte, habt euch schon ein bisschen Angst gemacht. Ihr müsst einfach das Passwort nochmal eingeben, also Passwort und Username, damit das funktioniert. Da hat sich gerade eben mein Windows gemeldet. So. Natürlich alles hier zensiert, wie auch immer. Muss es ja. So. Perfekt. Login. So, jetzt sind wir eingeloggt und jetzt sehen wir ja schon Ready to Update and Play Minecraft 1.6.4. Ist natürlich falsch. Ihr müsst hier bei Profile, das ist euer Username, da müsst ihr auf Forge gehen. Und dann steht da nämlich auch die Forge-Version. Jetzt müsst ihr auf Play gehen, denn das ist wichtig. Denn dann, ihr müsst immer, wenn ihr Minecraft Tropicraft spielen wollt, immer auf diesen Forge, diese Forge-Einstellung gehen. Denn sonst könnt ihr das nicht spielen, denn das läuft ja mit Forge. Es ist also ganz wichtig, dass ihr das immer beachtet. Da wird hier jetzt alles neu geladen. Ihr seht auch schon hier, ein bisschen größer ranzoomen. Ihr seht, wir haben hier tatsächlich Forge installiert. 3 Mods loaded, 3 Mods active. Und wenn wir jetzt hier hingehen, Mods, sehen wir hier Minecraft Discoder Pack, den Modloader und Minecraft Forge. Der Modloader ist ja dafür da, dass ihr Tropicraft spielen könnt. So, Quit Game. Also hat alles funktioniert bis zu dem Punkt. Also haben wir bisher alles richtig gemacht. Das ist schon mal eine erfreuliche Nachricht. Dann nochmal in euren Roaming-Ordner rein. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wo der Roaming-Ordner ist, einfach bei Windows hier unten %AppData% eingeben. Das ist natürlich, die sind die absoluten Basics, ne? Prozent. Wenn ich mal was Falsches eingebe, AppData%, nicht AppDate%. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt mal irgendwas anderes eingeben würde, dann könnte es sein, dass mein Windows abstürzt. Das passiert manchmal, wenn ich irgendwas eingebe, kann sein. Auf jeden Fall geht ihr jetzt hier auf euren Punkt Minecraft-Ordner. Da seht ihr auch schon jetzt, der Modloader wurde reingeladen. Der Launcher ist jetzt da. Und jetzt geht ihr auf euren Mods-Ordner, der sich neu gebildet hat. Endlich mal was. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Ihr müsst jetzt euren Minecraft-Tropicraft-Ordner öffnen.
und ihn, ja, ich packe einfach mal an die Seite, damit ihr genau sehen könnt, wie das geht. Und hier steht schon hier put folder contents in .minecraft or main server path. Das ist ganz wichtig, denn das ist schon der Hinweis, was ihr machen müsst. Es ist also quasi selbsterklärend. Ihr geht einfach darauf und nochmal darauf und geht, nehmt diese Sachen hier, alle Mods, die da drin sind, also alle WinRAR-Archive, müsst ihr da reintun und jetzt rüberziehen in euren Mods-Ordner. So, das habt ihr alles da drin, perfekt. Und ich tue jetzt noch Optifine kurz rein, weil das ist mir wichtig. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Shaders-Mod-Core-Datei reinpacken, habt ihr auch Shaders drin. Also mit Forge könnt ihr das super leicht installieren. So, haben wir es drin, perfekt. Nichts mehr hinzuzufügen. Optifine ist auch drin, wird geladen. Und jetzt geht ihr nochmal auf Minecraft.exe und gönnt euch jetzt nochmal den Start. Denn ihr müsst es natürlich nochmal starten, damit Forge weiß, ach, ich habe neue Mods bekommen. Wichtig, auf Forge stellen und dann auf Play. Und wenn ihr jetzt das Minecraft startet, müsste eigentlich alles gehen. Ich habe es eben auch nochmal probiert. Also keine Sorge, es ist also alles waterproof hier. Es wird nichts ist waterproof. Es wird nichts hier passieren, denke ich mal. Ja, perfekt, wir haben es geschafft. Hier sind jetzt 11 Mods aktiv. Wenn wir reingucken, können wir nochmal probieren. Da ist Optifine, perfekt. Und die Datei, die wir sehen wollten, nämlich Tropicraft. Frag mich nicht was Volleyball ist hier, warum das hier drin ist. Aber wird wohl, es gehört alles hier, Weather und Tornadoes gehört alles zu Tropicraft. So, jetzt ist Tropicraft drin und jetzt kommt der nächste Teil, der sehr, sehr spannend wird. Also bleibt dran und jetzt kommt das Review. Da wären wir auch schon angekommen beim zweiten Teil dieser Vorstellung, denn es gibt jetzt eine Review dieser Mod. Ist relativ umfangreich, deswegen wird es ein bisschen dauern. Ich hoffe, ich bekomme es aber schnell auf die Kette. Wir machen eine neue Welt und wir müssen ja eigentlich nur, ja, New World, nehmen wir mal Tropicraft hier, so, so. Und machen hier auf Creative, ganz wichtig. Ich werde euch jetzt nämlich alles zeigen, was man machen muss, um in diese Welt reinzukommen, in diese Tropenwelt quasi. So, ist eigentlich alles perfekt, mehr muss man da nichts machen. Ich würde sagen, das passt so und wir generieren jetzt eine neue Welt. So, wird ein bisschen dauern. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich habe jetzt noch Optifine drin, wie gesagt. Das wird jetzt ein bisschen schneller laufen. Wir müssen jetzt an die 60 FPS haben. Und ich habe ein neues Texture Pack reingepackt, nämlich das Minecraft Faithful Texture Pack, weil das so ein bisschen Default-mäßig ist. Und für Tropicraft gibt es meines Wissens nach keine Texture Packs. Deswegen habe ich das jetzt reingehauen, weil das also ein bisschen, es sieht ähnlich aus wie Default, ist aber 64x64 groß, also quasi ein sehr gutes Texture Pack. Wir haben jetzt hier 60 konstante Frames, ja, wobei konstant nicht ganz, es variiert ein bisschen, ist egal. Press E to open your inventory, ja, Wahnsinn. Und jetzt werden wir uns, ja, mal zur Reise begeben. Ich werde euch nämlich jetzt mal zeigen, wie man in die Tropenwelt reinkommt. Wir sehen auch schon, es sind Palmen gespawnt, denn jetzt kommt nämlich die Anleitung. Ihr findet an der Oberfläche der Welt jetzt meistens solche Palmen. Okay. Und wenn ihr da hingeht, müsst ihr diese Kokosnüsse euch holen. Und es geht ganz einfach, ihr müsst einfach diese Kokosnüsse abbauen mit einem Schwert, denn dann bekommt ihr daraus Kokosnussstücke. Wenn ihr es so mit der Hand abbaut, bekommt ihr die ganze Kokosnuss. Wie gesagt, mit dem Schwert bekommt ihr Kokosnussstücke. Wenn ihr diese habt, machen wir mal kurz Coconut, so, Coconut Chunk, das ist gut. Ich nehme mal 64 davon mit. Und dann müsst ihr noch eine Ananas suchen, die gibt es ja auch überall. Die wachsen halt eigentlich quasi nicht im Sand, aber ansonsten wachsen diese Früchte überall und ich habe immer noch keine Ahnung, was die Mehrzahl von Ananas ist, ist aber eigentlich auch egal. Die müsste, also in den Grasländern halt, da drüben sehen wir auch schon die erste Ananas, die sind eigentlich relativ häufig, die kann man auch anpflanzen, die wachsen sehr, sehr schnell, also pflanzt sie bloß an, denn ihr braucht die auf jeden Fall später nochmal. Ihr seht auch schon der Wind hier, ne? Den müsste man auch hören. Wobei, man hört den gerade nicht, aber es ist halt diese Blätter, die fliegen und dieser Wind, der kommt auch von Tropicraft. Das ist, glaube ich, ja, auf jeden Fall von Tropicraft, die Einstellung. Das müsste man halt abbauen. Mit der Hand natürlich, aber ich bin im Creative-Mode, deswegen geht das nicht. Pineapple, so. Ihr könnt auch Pineapple Seeds machen, ihr könnt ja auch die Ananas aber auch so anpflanzen. Also wenn ihr die anpflanzen wollt, müsst ihr einfach nur die Ananas nehmen und irgendwo hinpflanzen. Wisst ihr, so geht das nämlich, also ganz einfach. Und wenn ihr diese Ananas habt, müsst ihr, ganz wichtig, ihr müsst jetzt noch einen letzten Schritt vollführen, den ich euch jetzt mal zeigen werde. Es ist nämlich noch möglich und nötig, Bambus zu farmen hier. Überall auf der Welt, das gibt es auch in Tropicraft. Palmen gibt es natürlich auch da. Und Ananas wächst auch in Tropicraft. Ihr müsst euch diese Bamboo-Shoot-Blocks holen. Das sind diese Bambusbäume, die wachsen auch sehr, sehr schnell. Und diese Sträucher sind halt wirklich sehr, sehr praktisch, weil sie sehr schnell wachsen. Man kann daraus auch Blöcke machen, das ist sehr cool. So, jetzt haben wir nämlich, guck mal hier, zwei Bamboo-Shoot-Blocks haben wir hier bekommen. Und ihr müsst euch jetzt mit diesen Bamboo-Shoot-Blocks, daraus kann man wirklich sehr, sehr viel craften, wie ihr sehen könnt, müsst ihr euch einen Bamboo-Mug craften. Das ist relativ einfach, aber trotzdem wird euch nochmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar geht ihr in euer Crafting-Feld und ja, holt euch erstmal ein Crafting-Table im Creative-Mode, ganz wichtig. Und macht nämlich einen auf den hier. So,
einen Bamboo Mug. Der ist übrigens wiederverwendbar. Den könnt ihr immer verwenden, auch wenn ihr dieses Getränk getrunken habt, wenn ihr es halt verwendet. Und nochmal einen Pineapple und Coconut Chunk. Jetzt habt ihr eine Pina Colada, einen Cocktail. Der ist sehr wichtig. Denn mit diesem Cocktail kommt ihr in die Tropenwelt. Ohne den Cocktail kommt ihr da nicht hin und kommt auch nicht wieder aus der Tropenwelt heraus. Also immer Cocktails dabei haben. Ich hole mir gleich nochmal eine zweite, denn die brauchen wir auch, um zurückzukommen. So, jetzt ist noch ganz wichtig, ihr müsst mehr von diesen Bamboo Shoots euch holen. Dann könnt ihr euch nämlich daraus noch Bambus Sticks craften. Die macht man sich, wie gesagt, aus zwei von diesen Bamboo Shoots. Da habt ihr einen Bamboo Stick. Die Crafting Rezepte findet ihr übrigens alle auf der Website. Ich muss jetzt nicht alle da runterrattern. So, Bamboo Stick, das ist ein Bamboo Spear. Das ist halt ein Speer, den man zum Angreifen verwenden kann. Nicht verwechseln. Diese beiden Sachen sehen sich sehr ähnlich. Also der Bamboo Stick und der Speer sehen sich wirklich sehr ähnlich. Okay, und jetzt ist das Schwierigste noch am Stissel. Ihr müsst euch jetzt nämlich noch einmal Wolle holen. Farbige Wolle. Also weiße Wolle funktioniert nicht. Das müsst ihr euch färben. Sagen wir aber mal, wir nehmen rote Wolle. So, Rose Red. Also Rose Red ist halt der Farbstoff, den ihr von Rosen bekommt. Ihr müsst euch daraus halt Wolle holen. Ihr könnt, glaube ich, auch blaue, grüne und lila Wolle verwenden und gelbe auch. Also einfach mal verwenden. Also Red Wool braucht ihr insgesamt 6 Mal. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Oder nee, es waren, glaube ich, 3. 3 Mal waren es. Und dann müsst ihr euch daraus einen Bambusstuhl craften, einen Beach Chair. Denn ohne den kommt ihr nicht nach Tropicraft. Das ist wirklich sehr wichtig. So, Sticks und Red Wool. Es waren doch nur 3 Blöcke, also habt ihr jetzt einen Red Chair. Also der kann auch, wie gesagt, blau, grün, gelb oder auch lila sein. Und den stellt ihr euch jetzt einfach irgendwo hin, wo ihr meint, dass er da hin soll. Also, jetzt kommt nämlich der wichtigste Schritt. Ihr könnt nicht sofort in die Tropen reisen, wenn ihr diesen Stuhl habt. Also ihr müsst noch warten, bis es Abend wird. Guck mal, wo die Sonne ist hier. Die steht nämlich da. Die Sonne wird also gleich untergehen. Ich mache jetzt mal die Time, stelle ich jetzt mal auf, sagen wir 11.500. So, dann wird es nämlich auch gleich Abend. Oder auch nicht. Ich sehe nämlich noch nichts. Guck mal, da ist die Sonne, genau. Ihr müsst euch nämlich den Stuhl jetzt hier irgendwo hinstellen. Sagen wir hier. Setzt euch rein. Game Mode umschalten, denn man kann es nur um Game Mode 0. So, und jetzt müsst ihr warten, bis die Sonne, bis sich der Himmel orange färbt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr den Himmel, wenn der Himmel noch nicht orange ist, noch nicht trinken. Denn der Clou wird sonst nicht funktionieren. Und die Wellen sind übrigens auch von Tropicraft. Sieht sehr komisch aus, aber gut. So, es muss wirklich dämmern. Ne? Sonst geht das nicht. Und wenn es anfängt zu dämmern. Und ich finde die Blätter so schön hier, das ist super schön. Dann müsst ihr, wenn ihr meint, es ist dunkel genug, noch nicht ganz Nacht und es ist wirklich am Dämmern, dann müsst ihr diese Pina Colada trinken. So, und jetzt wird euer Terrain gedownloadet. Ihr werdet jetzt in die Tropicraft-Welt übergesiedelt. Und schwupps, wir sind da. Ganz wichtig, immer diese Pina Colada nehmen. Dieses Portal wird bleiben, das müsst ihr nicht nochmal erstellen. Ihr könnt es nochmal erstellen, müsst ihr aber nicht. Das ist nämlich sehr schön. Oh, es sieht so schön aus hier. Ich mache wieder die Zeit ein bisschen weiter Timeset 0 kommen. Lass mal Tag machen. So, jetzt seid ihr in den Tropen. Seht auch schon, hier sind sehr viele neue Monster. Das kommt aber alles gleich. Und in dieser Kiste ist eine Encyclopedia Tropica drin. Da werdet ihr euch ein paar Sachen erfahren, die ich übrigens sehr schön finde. Also ihr könnt euch da halt durchgucken, was das alles gibt. Das ist quasi so eine Art Pokédex für Tropicraft. Da wird euch nochmal gezeigt, was ihr alles haben könnt. Oh, ich wurde gerade geschlagen von einem Viech. Ich bin auch nicht. Boah. Boah, ja, da habt ihr es gerade gesehen. Da habt ihr es gerade gesehen, was das Beispiel war. Was hier nämlich so ultra cool und lustig ist. Ich gehe mir wieder in Game Mode 0. Das ist mir zu unsicher. Game Mode 1 meine ich. Denn ihr habt gerade eben gesehen, da ist ein Creeper. Der ist explodiert. Habt ihr eben gerade gehört. Er ist allerdings nicht, es gab allerdings keinen Schaden. Das werdet ihr aber gleich alles erfahren. Die Mobs, zu denen komme ich erst gleich. In der Tropica, in dieser Enzyklopädie Tropica steht alles mögliche drin. Page not found ist halt wie Pokédex, kann man sagen. Und ganz wichtig, wenn ihr zurück wollt aus den Tropen, müsst ihr in dieses Portal reinspringen. Ganz unten sein und dann müsst ihr eine Pina Colada trinken. Denn sonst kommt ihr nicht mehr hier raus. Geht allerdings nicht im Game Mode 1, also nicht im Creative Mode. Ihr müsst dafür im Survival Mode spielen. Und wir sehen auch schon, es gibt Affen. Die Affen kann man mit einer Pina Colada übrigens auch zähmen. Ich weiß nicht, ob es im Creative Mode geht. So, der trinkt nämlich diese aus. Also Affen sind sehr, sehr süchtig nach Pina Colada. Und mit Glück folgt er einem dann. Also man hat ihn dann eventuell gezähmt. Ich glaube, den habe ich jetzt aber nicht gezähmt. Oder? Mal gucken, habe ich ihn gezähmt? Das ist jetzt mein Hausaffe, ne? Wenn er mir jetzt nachkommt, ist er mein Hausaffe. Tatsächlich, ich habe diesen Affen gezähmt. Also mit der Pina Colada könnt ihr den Affen, wie gesagt, gefügig machen. Also Alkohol könnt ihr dem Affen geben, dann wird er gefügig. Das ist sehr, sehr toll. Auch für Kinder besonders ein sehr gutes Beispiel. Das hier sind Tiki-Torches. Das kann man sich aus Bambus-Sticks und einem Stück Kohle machen. Das sind also, ja, 3 Blöcke hohe Fackeln. Das ist eine sehr schöne Aktion, finde ich, ist sonst auch sehr hell. Übrigens, wenn man eine Nacht macht, dann sieht man, die sind schon sehr, sehr hell. Und natürlich auch Palmen sind hier. Das Wasser hat eine ganz besondere Eigenschaft, denn wenn man hier was raufwirft,
dann wird das Ganze, dann bleibt das oben. Ja, das ist also quasi ein Wasser mit sehr hohem Salzgehalt anscheinend. Und diese Items schwimmen dann halt auch. Die schwimmen auch bis zum Ende durch, glaube ich. Also die schwimmen. Ich glaube, die hören nicht auf zu schwimmen. Meine ich. Wobei, das hat jetzt, glaube ich, aufgehört. Also die treiben halt sehr, sehr weit, kann man sagen. Jetzt kommen wir zu den Mobs, die ich eben gerade erwähnt habe. Das Skelett, habt ihr eben schon gesehen, den Creeper. Den muss ich euch unbedingt mal zeigen. Den habt ihr eben gerade gesehen, aber ich möchte es euch nochmal hier ganz live zeigen. Das ist der Tropic Creeper halt. Das ist super witzig. Den spawne ich jetzt einfach mal und schalte den Game Mode aus. Game Mode 0. Ihr seht gleich, was passieren wird. Und ihr merkt auch schon, das Skelett hat keinen Bogen. Skelette in Tropicraft haben nur einen Speer. Das heißt, sie sind Nahkämpfer. Sie können also quasi keinen Fernkampf mehr. Was ich ziemlich cool finde. Komm schon, explodier, Creeper. Ich muss einmal diesen Effekt zeigen, den ich euch da... Der Creeper explodiert und macht keinen Schaden. Der Creeper spawnt Blumen bei seiner Explosion. Das macht jeder Creeper so. Also ist Tropicraft quasi nicht ganz so gefährlich wie das richtige Minecraft, kann man sagen, weil die Skelette müssen den Nahkampf nehmen und die Creeper können halt quasi keinen Schaden machen. Und Skelette haben also diesen Speer, mit dem können sie angreifen. Den droppen sie auch meistens, wenn man sie umbringt. Also ist eine sehr praktische Waffe, kann man sagen. Was gibt es natürlich noch zu zeigen? Es gibt hier noch einige andere Sachen. Ich gehe mal ein bisschen darauf ein. Hier hinten haben wir zum Beispiel einen kleinen Chunk O'Head. Oder wie gesagt, wie auch immer die heißen. Das sind quasi solche Moai-Statuen. Die sind hier überall verteilt. Das sind quasi solche Tiki-Statuen, die aggressiv werden. Die kann man nur mit einer Spitzhacke umbringen. Die kann man nicht mit einem Schwert umbringen. Also man macht damit keinen Schaden. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also mit Spitzhacke umbringen und diese Viecher sind auch verdammt stark. Also man muss echt aufpassen. Das hier sind kleine Lizard-Männer. Das sind also quasi kleine Echsen, die hier sind. Auch ganz niedlich. Daraus kann man sich übrigens, wenn man diese Echsen umbringt, kann man daraus Schuppen bekommen. Und aus den Schuppen kann man sich eine Scale-Rüstung machen. Auch bekannt aus Hexit. Ist allerdings eine andere Scale-Rüstung, die ebenfalls Lava- und feuerfest ist. Ich finde die Creeper einfach nur cool hier. Ich muss echt sagen, das ist sehr, sehr schick. Gehen wir mal rüber zu den Bäumen. Das sind nämlich hier riesige Tropenbäume. Wenn wir uns das mal angucken hier, das sind Rainforest Hills. Das sind also Regenwälder, gibt es ja quasi. Es gibt auch Biome in Tropicraft, wie man hier unschwer erkennen kann. Und das hier unten sind Möwen. Ja, die da gerade wegfliegen. Das sind alles Möwen. Ich finde die Tierwelt hier sehr, sehr schön. Es gibt auch Vögel, alle möglichen Arten. Und das hier sind Bäume. Ne? Einfach ganz normale Tropenbäume. Ich glaube, das hier ist sogar ein separates Holz, was es hier gibt. Es gibt hier einige Holzarten, die es in der normalen Minecraft-Welt nicht gibt. Und das sind hier diese riesigen Bäume, die ihr hier seht, das sind quasi so eine Art Dungeons. Wenn man da reingeht, dann kann man hier zum Beispiel Sachen finden, wie Thatch Bundle oder eine Tropicraft CD. Und es gibt auch Frog Legs zum Beispiel. Es gibt hier auch Giftfrösche, die einem Giftpfeile geben zum Beispiel. Und ihr hört es gerade. Komm schon, redet weiter. Diese Statuen sprechen manchmal. Jetzt sagen sie gerade nichts, ist ja egal. Gehen wir mal rein. Also hier sind nämlich Dungeons drin und da spawnen manchmal solche komischen Kreaturen. Hier ist noch nichts, aber wir gehen mal weiter runter. Irgendwo hier wird es schon was geben, glaube ich. Vielleicht werde ich euch nochmal die Höhlen zeigen, die es hier gibt in Tropicraft, denn die Höhlen sind eigentlich ziemlich cool. Es gibt hier nämlich nicht nur die normalen Erze, es gibt hier nämlich auch Tropicraft-Erze sozusagen, die ziemlich krass sind. Es gibt hier... Oh, guck mal, ein Spawner. Das sind hier solche komischen Ureinwohner. Wenn man die umbringt, bekommt man deren Masken und kann die auch aufsetzen. Das ist sehr cool. Also es ist halt quasi so eine Art Dungeon, kann man sagen. Nichts Besonderes, aber ganz cool zur Abwechslung. Und genau, wie gesagt, die Höhlen hier in Tropicraft sind sehr, sehr cool. Denn in diesen kann man einzelne Erze finden, die es in Minecraft normalerweise nicht gäbe. Und auch ein Erz, was stärker als Diamant ist, aus dem man sich halt auch Sachen machen kann. Das kann man auch meiner Meinung nach nur eine Rüstung machen hier in Tropicraft. Diese Scale-Rüstung, wie gesagt. Und wie man die bekommt, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Das ist nämlich nochmal ein separater Part. Das ist halt nicht ganz so einfach. Und wenn ich gerade eine Höhle gefunden habe, sehen wir uns wieder. Da haben wir auch schon ein Exemplar gefunden, was einer Höhle sehr würdig ist. Ich gehe da mal rein mit ein paar Tiki-Torches und werde ein bisschen ausleuchten. Es ist halt sehr dunkel hier, ist ja klar. Und wenn man jetzt hier reingeht, dann sieht man auch schon, hier haben wir ein neues Erz. Das ist hier Eudialite, glaube ich, heißt das. Das ist ein sehr komischer Name. Eudialite wird das geschrieben. So, Eudialite. Genau. Das ist eine sehr, sehr krasse Sache, denn das Schwert hat einen Attack Damage von 6 allein schon. Das ist aber noch nicht das Heftigste. Das heftigste Erz bringt einem einen Attack Damage von 8. Das ist nämlich Zirconium, glaube ich. Und das findet man hier halt überall. Das ist Eudialite Short. Das ist Shard. Das ist nämlich genau das Zeug hier. Sehr, sehr cool. Die Höhlen sind sehr, sehr dunkel. Was ich auch bemerkt habe, in Tropicraft sind die Höhlen sehr, sehr unbelebt. Das heißt, man geht hier quasi rein und man sieht einfach keine Monster. Aber wenn man dann mal Monster sieht, dann sind es immer nur Spinnen. Also meistens. Es gibt nämlich ja auch Tropicraft-Spinnen, die in Horden auftauchen. Man hat ja quasi solche Höhlengänge, in denen man gar keine Mobs findet.
Und auf einmal kommen einem 20 Spinnen entgegen. Also 20 Minispinnen, die ziemlich gefährlich sind. Und einen auch ohne Rüstung ziemlich schnell umbringen können. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit hier in Tropicraft. Ist nur eine kleine Höhle. Glaube ich auch nicht besonders krass hier. Aber die Tiki-Torches sind ziemlich hell, finde ich. Also mag ich auf jeden Fall persönlich. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Auf jeden Fall gibt es hier drin noch, wie gesagt, Zirconium. Und Zirconium ist sehr, sehr krass. Der Zirconium-Speer hat eine Attack-Damage von 8 und hält, glaube ich, auch genauso lange wie ein Diamantschwert. Das ist wirklich sehr krass. Man kann da wirklich alles Mögliche finden. Zirconium-Ohr. Also, das ist schon sehr, sehr cool. Übrigens, es gibt hier in Tropicraft in Höhlen auch Eisen, aber es gibt keine Diamanten in den Höhlen. Nicht einen einzigen. Man kann die Diamanten aber trotzdem finden, und zwar in Kisten. Und wo diese Kisten sind, ist auch ganz einfach. Ihr müsst im Sand suchen gehen. Wenn irgendwo an einer Stelle der Sand ein bisschen heller ist, dann könnt ihr da graben und möglicherweise befindet sich dort eine Schatztruhe, wo Diamanten drin sind. Es gibt wirklich, also unterirdisch gibt es nur in Kisten Diamanten, nicht als Erz im Boden. Ganz wichtig. Das Dorf dahin, da kümmern wir uns gleich. Wir gehen nochmal da drüben hin, zu diesem komischen, merkwürdigen, brennenden Teil. Ich muss zugeben, dass ich diesen Ort hier, dieses Feature, noch nie in Tropicraft gesehen habe. Das ist mir völlig neu. Das kannte ich bisher nicht, ist aber anscheinend so eine kleine Mini-Kirche von den Dorfbewohnern hier. Das ist ziemlich lustig hier. Und dieses Chunko Head ist halt, wie gesagt, Vulkangestein. Vulkane gibt es hier auch. Die ist momentan aber gar keiner in der Nähe anscheinend. Die Vulkane spucken auch Lava, ja. Man sollte also nicht direkt in der Nähe eines Vulkans leben, denn es kann wirklich gefährlich werden. Also wirklich naturgetreu, kann man sagen schon. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Und wir kommen zu unserem kleinen Koa-Dorf. Diese Koa-Dörfer hier, die spawnen eigentlich in einem relativ geringen Abstand eigentlich immer. Also man findet auf jeden Fall eins, wenn man in Tropicraft ist. Und das hier sind Bewohner, die immer hawaiianische Namen haben. Das ist zum Beispiel der Mano, komischer hawaiianischer Name. Dann haben wir noch hier, glaube ich, den Kiai, es gibt auch einen, der Kai heißt. Sehr, sehr hawaiianisch. Akamu, Kaimi, okay. Auf jeden Fall findet man hier immer Kisten drinne. Oh, ja, sorry. Kisten drinne. Und das Coole ist, diese Dorfbewohner, die angeln den ganzen Tag. Also meistens angeln die Dorfbewohner halt und bringen einem auch Fische. Und die Fische tun sie immer in die Kisten rein, die man hier überall findet. Dieses Dorf ist anscheinend aber nicht besonders arbeiterfreudig und wird gerade, es hat gerade irgendwie, keine Ahnung, eine freie Stunde. Oh, guck mal, da angelt einer. Also die KI dieser Monster, die KI dieser Koa-Bewohner, die angelt halt selbstständig Fische und bringt einem die halt wirklich immer dann in die Kisten. Man muss also quasi nicht mehr hungern, wenn man das hier macht. Und hier ist ganz wichtig, das ist dieser Platz zum Handeln. Hier kann man seine Shards eintauschen. Seine komischen Schuppen von den Lizards, von den Salamandern, von den Echsen, kann man sagen. Das machen wir mal kurz. Dort kann man sich nämlich eine Scale holen. Diese Scales, das ist eine Scale-Rüstung, wie gesagt, die sind feuerfest, damit kann man im Vulkan tauchen, dafür sind die auch genau gedacht. Wo ich gar nicht weiß, warum das so ist, denn die bringen einem wirklich nichts, die Vulkane, da ist nichts drin. Das sind Iguana-Scales. Wenn man jetzt mal raufklickt, dann merkt man hier schon, man kann sich Marlinfleisch holen, das ist ein Fisch, eine Scale-Chestplate und da muss man einfach mit diesem Iguana-Scale, glaube ich, Linksklick drauf machen. Oh, das ist ja Creative Mode. Ja, wie gesagt, wenn ihr im Survival Mode seid, könnt ihr da einfach mit Links- oder Rechtsklick drauf machen mit euren Iguana Scales und dann könnt ihr euch da was erhandeln, wie gesagt. Ihr könnt also Scale Sachen kaufen. Ihr könnt auch eine Blowgun kaufen. Das ist so ein stabförmiges Rohr, wo man, wie gesagt, wenn man zum Beispiel da Papier reintut, wenn man das dann, ja, bläst, dann fliegt das vorne raus. Kennt ihr mit Sicherheit von McDonald's zum Beispiel, wenn man sich mal so Papierkügelchen in den Stromhalm packt und dann das als Geschoss benutzt. Genau sowas ist die Blowgun. Und daraus kann man, wie gesagt, Giftpfeile schießen. Da ist ein Vulkan. Wie auf Stichwort. Unsere einigermaßen letzte Station hier in Tropicraft. Wie ihr zurückkommt, wisst ihr ja, ins Portal steigen. Am besten eine Minimap installieren, auf der Karte danach gucken, wo das Portal ist. Und dort einen Waypoint setzen. Und dann mit einer Pina Colada dort rein. Und ich würde euch wirklich empfehlen, Ananas und Kokosnuss, also Palmen, anzupflanzen. Denn sonst werdet ihr irgendwann keine Pina Colada mehr haben. Und dann könnt ihr nicht mehr zurück aus den Tropen. Ganz wichtig. Ihr könnt auch Weizen anpflanzen, das ist gar kein Problem. Hier drin ist der Vulkan und hier befindet sich wirklich nichts drin. Das ist so unspektakulär. Ich finde es aber ganz cool, also dass es einen Vulkan gibt überhaupt. Und manchmal brechen die halt wirklich, wie gesagt, aus. Und dann könnte man auch schon manchmal, ja, wenn man da genau direkt daneben wohnt, ich sag mal, wenn man dort drüben bei dem Dorf wohnt, ist es noch relativ ungefährlich. Wenn man jetzt aber hier auf der Insel da wohnt, dann kann man eventuell von dem Lavaschwall getroffen werden und das Haus brennt ab. Es ist so quasi eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ich habe aber noch nicht alles gezeigt in Tropicraft. Diese Mod ist relativ groß. Wenn wir mal eingeben hier Tropicraft, werden wir auch, glaube ich, jedenfalls einige Sachen finden. Oder auch nicht. Man kann sich hier auch eine Taucherbrille craften mit Schnorchel und hier schnorcheln. Und das ist echt sehr, sehr episch.
Was es auch gibt, sind Umbrellas. Das sind also Regenschirme, Sonnenschirme besser gesagt. Die kann man sich dann auch mal aufstellen. Das geht aber, glaube ich, man kann die, glaube ich, nur im Sand pflanzen. Kann das sein? Pflanzen ist auch gut. Genau, das sind halt Sonnenschirme, die kann man sich hier überall hinpflanzen. Und ich habe schon wieder Pflanzen gesagt, ne? Das ist eine Krankheit fast. Auf jeden Fall kann man sich dann aus Bambusblöcken, die man sich mit vier Bamboo-Shoot-Blocks craftet, also mit vier von diesen komischen Bambusrohren, kann man sich halt auch Blöcke machen und damit kann man dann in Tropicraft viele interessante Sachen machen. Die Mod ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe nicht alles gezeigt, aber ich habe viel von der Mod gezeigt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr die Mod installieren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt da fresh. Hey Zuschauer, ja genau du. Na, wie hat dir das Video gefallen? Wenn du mehr sehen willst, guck auf Facebook, YouTube, auf Soundcloud für meine Musik oder auf Twitter für meine Zwischenmeldung nach. Bleib fresh, Dude.